Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und dieses Mal haben wir einen Überblick über die AIDA Getränkepakete 2022 für euch. Wir haben mal geschaut, was ist in den Paketen drin, was kosten sie und wo könnt ihr sie nutzen. Das alles gleich nach dem Intro. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit dem kleinsten alkoholfreien Getränkepaket für Erwachsene an, dem Paket AIDA Light. Das ist sozusagen die Grundversorgung an Getränkepaketen. Ja, und da ist auch schon einiges enthalten. Also schauen wir mal. Mit drin sind alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke. Ja, und AIDA versteht darunter auch den aktuellen Tagescocktail in der alkoholfreien Variante. Ihr wisst ja, AIDA bietet in den Bars jeden Tag einen anderen Cocktail des Tages an. Eben einmal alkoholisch und einmal alkoholfrei. Und diesen alkoholfreien Tagescocktail, den könnt ihr euch dann ebenfalls schmecken lassen. Ja, weiterhin sind enthalten Kaffee, Tee und Schokoladespezialitäten. Also wenn ihr mal einen Cappuccino mögt oder eine heiße Schokolade, dann ist das mit diesem Paket auch abgedeckt. Dann mit dabei sind Milchshakes und Fruzzies und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die sind bei AIDA wirklich lecker. Weiterhin enthalten sind so typische Fruchtsäfte und Nektare wie ein Orangensaft, ein Apfelsaft, Kirschsaft, Ananassaft und so weiter. Also wenn ihr gerne Säfte trinkt, dann seid ihr ebenfalls gut versorgt. Ja, und ebenfalls in diesem Paket enthalten sind die Softgetränke aus der Zapfanlage. Das ist mit drin und es ist ebenfalls enthalten ausgewählte Softgetränke aus Flaschen und Dosen. Dazu zählt AIDA dann eben solche Sachen wie Coca-Cola, Sprite und Fanta. Ja, und was kostet das Ganze nun? AIDA gibt den Standardpreis für dieses Getränkepaket, das ab 16 Jahren buchbar ist, mit 12,90 Euro pro Person und Tag an, weist aber auch darauf hin, dass sich der Preis dann nochmal je nach Schiff und Reisegebiet auch ändern kann. Also schaut immer ganz genau nach, wenn ihr euch eine AIDA-Reise anschaut, wie der entsprechende Paketpreis ist, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dieses Getränkepaket zu buchen. Schauen wir uns jetzt mal das mittlere Getränkepaket AIDA Komfort etwas genauer an. Dieses Paket enthält bereits Alkohol und dementsprechend ist es eben erst ab einem Alter von 18 Jahren buchbar. Ja, neben Wein und Sekt glasweise ist auch Fassbier in diesem Paket enthalten. Ebenfalls enthalten ist eine Auswahl von Flaschenbieren. Das beinhaltet allerdings keine Craftbiere und auch die Biere im Brauhaus sind in diesem Paket nicht enthalten. Ja, weiterhin enthalten sind die alkoholfreien Cocktails und Mixgetränke, die ihr auch schon aus dem Light-Paket kennt. Dazu zählt dann eben auch wieder der alkoholfreie Tagescocktail. Dann sind enthalten auch nicht in der Barkarte aufgeführte Heißgetränke. Also sprich, neben den normalen Kaffee, Tee und Schokoladespezialitäten habt ihr hier eben auch Kaffee und Schokoladenspezialitäten mit Alkohol inklusive. Das heißt, mit diesem Paket könnt ihr auch sowas wie ein Irish Coffee zum Beispiel bestellen. Ja, dann sind natürlich Milchshakes und Fruzzies inklusive, ebenso Fruchtsäfte und Nektare, Softgetränke aus der Zapfanlage und eben auch hier ausgewählte Softgetränke aus Flaschen und Dosen. Also da sind die Unterschiede dann zum Leitpaket eher klein. Ja, und was kostet das Ganze? AIDA gibt den Preis für dieses Getränkepaket je nach Reise und Schiff entweder mit 24,90 Euro pro Person und Tag oder aber mit 26,90 Euro pro Person und Tag an. Ihr solltet also bei eurer Reisebuchung schauen, zu welchem Preis dieses Getränkepaket angeboten wird. Ja, und damit sind wir auch schon bei AIDA Komfort Deluxe angekommen, dem größten alkoholhaltigen Getränkepaket, das ihr als Erwachsene buchen könnt. Und wichtig zu wissen ist, dass dieses Paket automatisch bei allen All-Inclusive-Buchungen inklusive ist. Das bedeutet, wenn ihr eure AIDA-Kreuzfahrt in den Tarifen Premium All-Inclusive oder Vario All-Inclusive gebucht habt, dann ist dieses Getränkepaket bereits enthalten. Ja, was ist denn nun drin in diesem Getränkepaket? Also einmal sind alkoholfreie und alkoholhaltige Cocktails und Mixgetränke sowie Tagescocktails inklusive, was nichts anderes bedeutet, als dass dies das einzige Getränkepaket ist, in dem ihr alkoholhaltige Cocktails inklusive habt. Weiterhin enthalten sind Weine und Sekt im Glas, Fassbier natürlich und eine Auswahl an Flaschenbieren, aber auch hier gilt die Einschränkung keine Craftbiere und keine Brauhausbiere. Dann sind enthalten Spritzgetränke, also für alle die unter euch, die gerne Aperol Spritz oder Hugo trinken, das ist inklusive. Ebenfalls inklusive sind nicht in der Barkarte ausgewiesene Heißgetränke, also neben dem klassischen Kaffee, Tee, heiße Schokolade eben auch solche Sachen wie Irish Coffee. Ja, dann ist weiterhin enthalten Milchshakes und Fruzzies, genauso natürlich Säfte und Nektare. Und Softgetränke aus der Zapfanlage, da gibt es keinen Unterschied zu den anderen Paketen. Wo es aber einen Unterschied gibt, das ist bei den Softgetränken in Flaschen und Dosen. Hier ist die Auswahl nämlich deutlich größer als bei den anderen beiden Paketen. So sind unter anderem Dinge wie Red Bull oder eben Thomas Henry Limonaden in diesem Getränkepaket mit drin.
Ja, wie sieht es mit dem Preis für dieses Getränkepaket aus? AIDA ruft als Regelpreis für dieses Getränkepaket entweder 34,90 Euro oder 39,90 Euro pro Person und Tag auf, je nachdem in welchem Fahrtgebiet und mit welchem Schiff ihr unterwegs seid. Also achtet da auch bei der Buchung drauf, welcher Preis für euch gilt. Ja, wie gesagt, bezahlen müsst ihr das Ganze in dem Sinne nicht, wenn ihr eure Buchung im All-Inclusive-Tarif macht. Dann ist sowohl im Tarif Premium All-Inclusive als auch im Tarif Vario All-Inclusive dieses Paket bereits enthalten. Schauen wir uns jetzt mal die Getränkepakete für Kinder und Jugendliche an. AIDA hat zwei verschiedene davon im Angebot und das günstigere von beiden, das nennt sich Kids und Teens Light. Ja, was ist drin? Enthalten sind Fruchtsäfte und Nektare, Softgetränke aus der Zapfanlage, ausgewählte Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Kakao sowie Früchte- und Kräutertee ohne Alkohol. Ja, das Ganze ist sozusagen die Grundversorgung für eure Kinder. Ja, ich denke mal, da sind so die meisten Bedürfnisse gerade von kleineren Kindern abgedeckt. Das Ganze hat auch einen relativ fairen und familienfreundlichen Preis. AIDA möchte für dieses Paket gerne 7,90 Euro pro Person und Tag. Aber auch hier ist es so, dass dieser Preis je nach Schiff und Route variieren kann. Buchbar ist das Ganze für alle Passagiere von 4 bis 17 Jahren. Ja, und für alle die, die etwas mehr wollen, gibt es dann das Kids und Teens Komfortpaket und das ist übrigens auch das Getränkepaket, das eure Kinder bekommen, wenn ihr die Reise in einem der Tarife Premium All-Inclusive oder Vario All-Inclusive gebucht habt. Was ist drin? Enthalten sind alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke, Fruchtsäfte und Nektare, Softgetränke aus der Zapfanlage, ausgewählte Softgetränke aus Flaschen und Dosen, Kakao und Früchte sowie Kräutertee ohne Alkohol. Und was vielleicht zu erwähnen ist bei diesen alkoholfreien Cocktails, da zählen dann natürlich auch Fruzis und Milchshakes mit dazu. Das Ganze kostet dann 11,90 Euro pro Person und Tag und wichtig ist auch hier zu wissen, dass der Preis je nach Schiff und Route variieren kann. Deswegen schaut auch hier in eure Reiseroute direkt rein, zu welchem Preis das Paket für euch angeboten wird. Ja, und zum Schluss hätte ich noch das eine oder andere Wissenswerte zu den AIDA Getränkepaketen für euch. Zuerst mal was für die Leute unter euch, die sagen, ich würde gerne mal AIDA auf so einer Kurzreise ausprobieren, so 3, 4, 5 Tage. Es gibt nämlich bei den Getränkepaketen eine wichtige Einschränkung, die AIDA aber nur so ein bisschen, ja, so im Klein-Klein kommuniziert. Ihr solltet wissen, dass auf Reisen unter 7 Tage Reisedauer in den meisten Tarifen keine Getränkepakete verfügbar sind. Die einzige Ausnahme ist, wenn ihr eure Kurzreise im Tarif All-Inclusive bucht. Das heißt, wenn ihr eine Kurzreise von 3 bis 4 Tagen zum Beispiel im Tarif Premium All-Inclusive oder Vario All-Inclusive bucht, dann habt ihr das Getränkepaket inklusive. Alle anderen, die nicht All-Inclusive gebucht haben, haben keine Möglichkeit, auf so einer Reise ein Getränkepaket zu erstehen und müssen jedes Getränk dann extra zahlen. Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Einschränkungen, die alle Getränkepakete an Bord betreffen. Es gibt nämlich auf den AIDA-Schiffen auch Bereiche, in denen kein einziges der gebuchten Getränkepakete gilt. Das sollte man vielleicht wissen, weil man sonst unter Umständen einfach drauf zahlt. Ja, von was spreche ich? Einmal natürlich von Aktionsgetränken. Wir haben gerade eben schon gehört, es gibt sowas wie den Tagescocktail. Ja, der ist in den meisten Getränkepaketen abgedeckt. Es gibt aber auch solche Aktionen wie Offiziersshaken zum Beispiel. Und da sieht die Sache anders aus. Da ist nämlich völlig egal, ob ihr ein Getränkepaket habt oder nicht. Wenn ihr euch einen Cocktail vom Offiziersshaken, einen Aktionscocktail nehmt, dann müsst ihr diesen auch bezahlen. Obwohl, und das ist das Interessante daran, ihr denselben Cocktail nebenan an der Bar mit dem Getränkepaket inklusive hättet. Also passt auf mit Aktionscocktails, die sind nämlich in den Getränkepaketen allesamt nicht enthalten. Eine weitere Sache sind die Brauhausbiere. Die werden ja an Bord mit Meerwasser gebraut und sind dementsprechend auch nicht in den Getränkepaketen inklusive. Das heißt, wenn ihr euch so ein Hövelsbier im Brauhaus besorgt, dann müsst ihr dieses auch bezahlen, völlig unabhängig davon, welches Getränkepaket ihr habt. Eine weitere Einschränkung sind die Getränke in bestimmten Spezialitätenrestaurants, als Beispiel sei jetzt mal das Rossini genannt. Wenn ihr euch da ein Wasser bestellt, dann kommt es in der Regel in der Flasche und die ist dann natürlich zu bezahlen. Ebenso, wenn ihr euch eine Flasche Rotwein von der Weinkarte gönnt, ja, die müsst ihr dann natürlich ebenfalls bezahlen, völlig egal, welches Getränkepaket ihr besitzt. Eine letzte Sache möchte ich noch zu den Wasserflaschen auf den Kabinen loswerden. Wenn ihr bei AIDA in eure Kabine kommt, werdet ihr feststellen, da stehen 2 Flaschen Wasser, eine mit Kohlensäure und eine still. Habt ihr eure Reise jetzt im Premium-Tarif gebucht, dann ist dieses Flaschenwasser inklusive. Das heißt, egal welches Getränkepaket ihr habt, dieses Flaschenwasser könnt ihr jederzeit trinken, das kostet dann nichts extra. Habt ihr eure Reise im Vario-Tarif gebucht, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Dann ist es so, dass dieses Flaschenwasser grundsätzlich zu bezahlen ist.
Also ihr seht, auch da geht es gar nicht so sehr darum, welches Getränkepaket ihr gebucht habt, sondern da geht es vielmehr darum, in welchen Tarif ihr die Reise gebucht habt. Und ganz schnell noch einen letzten Satz zu den Minibars in den Suiten und Junior-Suiten. Was ihr wissen müsst ist, der Inhalt dieser Minibars, der ist ebenfalls nicht in eurem Getränkepaket inklusive. Das heißt, wenn ihr euch dort was aus der Minibar nehmt, dann ist das tatsächlich zu bezahlen. Ja, ihr Lieben, und das wäre es dann auch schon wieder gewesen mit den AIDA Getränkepaketen 2022. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, wenn ihr es nützlich fandet, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Unterstützt unseren Kanal auch gerne mit einem Abo und klickt auch gerne mal unter die Links unter diesem Video. Das hilft uns immer enorm weiter, neue Ausrüstung und weitere Reisen zu finanzieren. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.